Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die Vorschau in der Taskleiste, also das, was ihr hier seht, vergrößern könnt. Es ist nämlich so, dass bei unterschiedlichen Monitorgrößen diese Einstellung immer gleich ist. Das ist ein bisschen schade. Wenn sich das Ganze dynamisch an den Bildschirm anpassen würde, wäre das eigentlich am allerbesten. Leider hat das Microsoft nicht vorgesehen und wir können zumindest eine Pixelangabe machen, in der wir diese Vorschau angezeigt haben möchten. Standard ist ca. 200 Pixel. Wir können das verkleinern oder vergrößern. Ich fand immer, dass bei 24 Zoll Bildschirmen zum Beispiel das Ganze ein bisschen klein ist. Meistens sitzt man auch ein bisschen weiter weg und dann ist das schwieriger zu sehen. Also fangen wir mal an. Zunächst drücken wir die Windows-Taste und R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen. Geben dann RegEdit ein, hier steht es schon, und drücken OK. Dann sind wir im Registrierbank-Editor und dann wählen wir hier den Zweig aus Current User. Dann suchen wir uns im Baum Software. Im Baum Software suchen wir Microsoft. Dann geht es weiter zu Windows. Unter Windows suchen wir auch wieder Current Version, Explorer. Im Ordner Explorer suchen wir dann den Eintrag Taskband. Den haben wir hier. Und hier haben wir dann das Verzeichnis, in dem wir einen neuen Wert eintragen. Dazu benutzen wir die rechte Maustaste, wählen Neu und D-Word 32-Bit. Dem Ganzen geben wir den Namen, Groß- und Kleinschreibung bitte beachten, Min, Sump, Size, Pix, PX und drücken Return. Jetzt klicken wir den Wert doppelt an und müssen hier auf Dezimal stellen. Jetzt können wir einen Wert in Pixel eingeben, der als Minimumwert für die Vorschau dient. Standard ist 200, ich gebe jetzt mal 300 ein. Okay, hat man RegEdit geschlossen und das System neu gestartet, beziehungsweise man hat den User kurz abgemeldet und wieder angemeldet, werden die Änderungen übernommen. Und es stehen jetzt die neuen größeren Vorschauansichten zur Verfügung. Ich habe das Ganze, um es besser zeigen zu können, jetzt mal auf 500 Pixel gestellt. Das ist dann schon sehr groß, aber man sieht wirklich einiges besser, vor allem bei großen Monitoren. Einzige Ausnahme bildet ein Microsoft-Produkt. Der Internet Explorer verwendet nicht diese Einstellung, sondern hat einen internen Wert von 200 Pixeln. Für alle anderen Programme funktioniert das bestens. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.